Willkommen zurück zu Warhammer 3 mit Katai. Das war, ja, das ist eigentlich alles total irrelevant. Wir töten den Alchemisten einfach. Wir brauchen das nämlich alles überhaupt nicht. Einkommen aus Herben plus 25%. Mal Einkommen aus Industrie. Wir ballern jetzt einfach mal kurz die Mitte durch, weil keine Ahnung, was will ich denn jetzt hier sonst machen. Das ist relativ stark. Rang plus 4 automatisch. Kontrolle plus 4. Was haben wir sonst noch so? Verbreitung weniger Seuche. Abkühlzeit und dann minus 5% Unterhalt für alle Einheiten. Ich mache jetzt einfach mal da komplett weiter. So, ihr geht nach Hause. Ich wollte ja eigentlich letztens mal hier da angreifen, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und das hier, das, ich weiß nicht warum, aber okay, Kontrolle minus 5. Doch, ich glaube, sie ist auf alle Fälle noch einmal wieder zurückgestuft worden. Aber die letzte Stufe fehlt leider immer noch. Bin mal gespannt, wie lange das noch dauern soll. Oh, Fehlschlag. Wir müssen halt aufpassen, sie kann immer noch sterben, solange sie nicht Level 20 ist. Es wird dann auch demnächst wieder die Horden der Hölle werden demnächst wieder über uns hereinbrechen. Der nächste Angriff steht sicherlich kurz bevor. Ja. Clan Morbidus wurde getötet und hier geht dann in zwei Runden genauer. Wird hier die Hölle über uns hereinbrechen. So, das Einzige, was wir jetzt noch kurz machen, ist, ich wollte ihr Reittier kurz ändern auf ein Jade Longma. So. Also auch immer das ist. Ich glaube, das ist dieses fliegende Tier. So, Stufe 5. Wachstum. Das Wachstum braucht man zum Beispiel gar nicht eigentlich. Was gibt es denn stattdessen? Das wäre das andere. Verschleiß. Minus 30%. Naja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Warum ist das eigentlich noch nicht Level 5? Dauert noch ewig. Das ist das Problem, dass wir das Ding mal verloren haben irgendwo mittendrin. Das ist mal leider irgendwann an unseren Feind gefallen. Jetzt haben die da schon wieder so eine Einheit eingeschleust. Ey, ich könnte ausrasten innerlich irgendwann. So, du hast eigentlich schon alles durch. Das ist nice. Sie verliert doch einfach ihre Perks nicht. Ihre negativen Traits. Ich sehe schon. Oh shit, was geht denn jetzt ab, Alter? Da kommt ja einiges an. Oh man, nice. Hat geklappt. Der Züchterclan. Feind gegen uns Züchterclan. Jawohl. Verbannte des Korn haben sie darum gebeten, gegen uns zu kämpfen. Ah, und er wird wieder brüllen. Das ist nice. Ging diesmal relativ schnell. Und wir haben leider immer noch nicht den letzten. Er hat den immer noch nicht verloren, den letzten Trade. Kurze Frage, wo... Da. Kümmerst du dich erstmal um ihn? Was? 8% Erfolgschance? Gerade richtig gesehen. Kurz den Charakter checken. Schau, er hat überhaupt noch nichts. Pass mal auf. Irgendwas, wo ihre Traits verbessert. Vielleicht? Gibt es sowas überhaupt? Fähigkeit Heldentöter. Das sieht mir jetzt aber nicht so aus, ob wir hier irgendwie... Nee, das sind einfach Gegenstände, aber die bringen uns jetzt keine Boni auf der Kampagnenkarte. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Was ist das hier noch? Erfolgschance der Aktion des feindlichen Helden. Können wir auch nochmal mit reintun. Einkommen aus allen Gebäuden. Okay, gut. Ich glaube, der ist noch mit reingekommen. Den hat sie automatisch bekommen. Okay, gut, dann bin ich zufrieden. Was das Ganze hier angeht.
Ihr fühlt euch auch richtig, ne? Eine schwierige Situation. Sagen wir es mal so. Muss hier noch eine Armee runterschicken, langfristig. Weil er nicht weiß, was die jetzt hier alle von mir wollen. Die schicken ja alle ihre Armeen zu mir. Das Problem ist, sie muss ja sich auch bald wieder auf den Weg machen. Richtung andere Welten. Plus 10% Einkommen aus Technology. Machen wir dort weiter. Okay, du gehst zu ihr. Ah, klappt leider noch nicht, aus bekannten Gründen. Warum verlieren wir denn den Perk nicht? Müssen wir mal raus rein oder so? Ist hier ein Bug irgendwie? Juch, Alter, was für drei Armeen. Jetzt übertreiben sie aber ein bisschen. Jetzt übertreiben sie aber gerade ein bisschen. Also jetzt mal ohne Witz, das ist ein Problem, was jetzt hier gerade geschieht. Das ist ein Problem. Und das ist eins, wo wir ernst nehmen sollten. Wir bleiben da. Bei der Turm von Ashashir ist, wie gesagt, da können wir schon kämpfen. Das wäre bestimmt eine interessante Schlacht. Aber ob wir das gewinnen würden gegen drei komplette Armeen? I doubt it. So, du kannst ja aktuell nichts machen. Puh. Das wird jetzt interessant, das muss man schon sagen. Also da kommt schon einiges. Ah, sie kommen näher. Ach Gott. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Angriff. Ah, wir haben es verloren. Gott sei Dank, endlich. Das Ding ist, wir können die ja mir auch runterschicken, weil wir können ja überall die Reiche betreten. Okay. 1, 2, 3, 4. Einfach nochmal 4 dazu. Gut, also da kommt der Angriff. Okay. Da ist er. Jetzt wird er sterben. Aber auch leider nur verletzt. Also ich schaffe es, sie nicht zu töten. Das ist relativ schwierig. Den Chaos zu machen. Ah, jetzt breiten sie sich hier auch noch aus in unseren Gebieten. Ey, Mächtner. Fehlschlag ist aber nicht schlimm, hat uns ein Level abgebracht. In dem Fall alles, was zählt. So, jetzt kommen drei Chench-Armeen, die hier über uns... Ja, okay. Das, irgendwie wusste ich es, dass das passieren wird. Und wir... Oh, was? Eins? Was ist denn das hier? Und das... Hä? Der Turm von Ashashir. Also das sind tatsächlich wir. Das Ding ist, dass hier unsere Verbündeten mit reinkommen. Mit einer Armee. Und die haben 1, 2, 3 Armeen. Und das ist übrigens eine Schlacht außerhalb. Also das ist keine Schlacht in der Siedlung außerhalb. Aber wir sollten das nutzen und in dem Fall den Pyrrhus-Sieg annehmen. Tatsächlich. Verluste hin oder her ist eigentlich scheißegal. Aber wir konnten die Armeen hier komplett auslöschen. Und jetzt kommen natürlich... Das ist wieder so der Klassiker. Es kommt alles auf einmal so. Es könnte alles so einfach sein. So, also das haben wir schon fertig. Das sehen wir hier an diesem Symbol. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes in das Land des Seuchenherrschers, weil der geht mir auf den Sack. Den mag ich gar nicht. Ah, und jetzt können wir es upgraden, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Entschuldigung, wollen Sie mich eigentlich alle verarschen? Okay, jetzt schicke ich die erst wieder nach oben, weil die Gefahr hier unten ist ja gebannt, ganz offiziell. So, der hat es ganz gut überlebt übrigens, muss ich mal sagen. Wir rekrutieren jetzt hier einfach mal, er hat relativ gute Einheiten. Braucht hier halt Elite, aber die haben Zeit sich zu regenerieren, so. Das Ding, die Dinge heilen uns. Da müssen wir hin, ne? Oder? Wo muss ich hin? Ne, da oben muss ich hin.
Fahrt zu Arcus, dem Seuchenmond. Ah ja, so weit ist es gar nicht. Das Problem ist halt hier eher nur, dass wir das ganze Gemülle da möglichst verlustfrei überstehen. Da hinten gibt es halt Heilung. So, Held nicht bewegt. Das Ding ist, ich habe ja mit ihm gerade den Job erledigt. Er könnte das Schlangentor gerne belagern. Das ist jetzt nicht so, dass mich das groß jucken würde. 3 Punkte. Das ist cool, by the way. Okay. Ich glaube, das hat Challenge wehgetan. 3 komplette Armeen zu verlieren. Die verlierst du nicht einfach mal so nebenbei. Okay, gerne schließe ich mit euch da unten ein militärisches Zugangsbündnis. Ich glaube, meine Freunde haben... Oh, jetzt greifen sie uns hier an mit 2 kompletten Armeen. Oh, ey, komm, das würde ich schon gerne selber schlagen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das ist eine geile Belagerungsschlacht und ich liebe Belagerungsschlachten. Ich habe nur trotzdem gespeichert, falls ich mich zu dumm anstelle. Und dass ich das nicht recht. Aber das müsste eigentlich die Stufe 5 Verteidigung sein. Deswegen denke ich eigentlich mal, das sollte gut verteidigbar sein. Und vor allem, wir haben ja auch mehr Truppen. Zusätzlich zu den Verteidigungsanlagen, die ja auch massiv Schaden machen werden. Das wird aber nicht in die Autoberechnung mit eingerechnet, glaube ich. Die rechnen trotz allem... Die rechnen trotz allem ja erstmal nur das Standardgedönse. So. Was wir jetzt hier machen ist, wir stellen natürlich unsere Jungs hier schön auf. Wie damals, schön die Mauern verteidigen. Auf die Dinger da hocke ich mir Bogenschützen drauf. Und dann dürfen die hier gucken, wie sie da... Ah, total dumm übrigens, weil die hier wollte ich nicht dahin schicken. So. Was sie jetzt machen, ist dann da hinten ebenfalls noch Einheiten mit hinstellen. Als zusätzlicher Schutz. Selbst falls sie irgendwie durchbrechen, dass wir dann trotzdem noch was da haben zur Verteidigung. So. Und dann die Jungs stellen sich bei den Toren hin. Oh, Ogerbullen. Ah. Ich glaube, die Kollegen haben hier einen Außenposten für mich gebaut. Das ist aber nett. Terrakotta-Wache haben wir auch. Kavallerie. So. Dann hauen wir unsere Kraniche mal da oben hin. Okay, ich weiß nicht, ob die da durchschießen können eigentlich. Mal lieber dorthin und dorthin oder so. So. Stellt euch mal dort mit hin. Und wie gesagt, selbst wenn wir da ein paar Einheiten verlieren, dann ist es halt so. So. Und die Raketen. Der schießt auch mit. Okay, dann haben wir hier hinten noch jede Menge Bogenschützen. Können sich dort mit aufstellen. Die Kavallerie bleibt hier im Backup. Sonst noch irgendwo Einheiten, die ich jetzt übersehen habe? Hier, ne. Sind alle aufgestellt. Gut. So, dann machen wir weiter. Indem wir hier die Dinger zumachen, wollte ich gerade sagen. Geht aber gar nicht. Aha. Dann bauen wir mal Level 3 Turm dorthin. Das machen wir auf alle Fälle mal dicht. Das hier scheinbar nicht. Jetzt hat Turm, Turm, Mauer, Mauer und keine Punkte mehr. Okay, gut, dann fangen wir einfach mal an. Schau mal. Ja, Verstärkung dauert noch 2 Minuten. Und das sind jetzt hier Maximaltürme, möchte ich mal dazu sagen. Die machen hier anderen Schaden. haben auch schon direkt die ersten 50 Mann verloren.
Ja. Bum, bum, bum. Oh, das ist ein Mammut. Könnte etwas effizienter sein, die Geschosse. Weil die haben schon keinen Bock mehr. Was mit euch? Okay. Haben sie erstmal ein bisschen beschießen lassen, so nach dem Motto aus Prinzip schon quasi. So. Können wir noch Türme bauen? Ich brauche mehr Türme, auf alle Fälle mal. Feindliche Leitern. Das hier ist halt wieder problematisch, weil da ist natürlich wieder der eine Ort, wo ich keine Infanterie hingestellt habe. Wobei woanders, überall anders habe ich Infanterie hingestellt, nur da nicht. Der Klassiker halt. Das wird sich bestimmt gleich rächen. Weil, nee. Die kommen direkt bei der Infanterie. Habe ich dann doch ein bisschen Glück? Okay. Trotz allem, die ersten Jungs, die erste Welle ist komplett abgewehrt schon. Mehr oder weniger. Ihr seht ja, die fliehen schon alle. Und selbst die an den Mauern stehen. Ah ja, die haben mein Tor kaputt gemacht. Auf geht's. Ankrieger oder irgend sowas, ne? Du irgendwas? Ah, warte mal ganz kurz. Shit, ich wollte eigentlich den da. Wollte eigentlich den da haben. Nein, bleibt oben. Ich verklickt. Und zwar komplett. Ja. Okay. Hör auf. Schieß auf die da hinten. Oder auch nicht. Bleibt da stehen. Huch, da ravaged Mammut übrigens gerade durch unsere Reihen. Wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben, dass da ein Mammut ist. Ja, könnt ihr auf den schießen? Schnell? Perhaps? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht in die Hose. Shit. Ah, die Mammuts rasten aus. Kacke. Ich habe aber noch Kavallerie. Weiß nicht, ob das jetzt groß was hilft. So. Das ist hier genau das, was ich erwartet hatte. By the way, ich weiß, es muss nicht immer jemanden interessieren, aber die haben uns einmal komplett umlaufen. Falls es da doch mal jemanden interessieren sollte. So. Die haben auch schon gut Verluste erlitten hier. Kommt leider noch mal einiges auch an Mammuts an und so. Okay. Die habe ich vergessen. Muss ich gestehen. Persönlichen Unvermögen. Unbegnügen. Unvermögen. Okay. Kämpfe um die Mauern gehen hier dramatisch weiter. Die Mammuts sind halt das Hauptproblem. Das muss man halt schon auch einfach mal anerkennen. Können wir noch einen Turm hinschmeißen. Machen wir auch gleich. Wie gesagt, umso mehr Türme, desto besser. Vor allem, falls die mal irgendwo durchbrechen sollten. So. Terracotta Boys. Weil niemand weiß, ob die da durchkommen. So. Meine Raketen gibt's noch. Aber das Mammut gleich nicht mehr. Wie schaut's mit dem Mammut aus? Das hat immer noch Bock. Achtung. Da ist noch was. Okay, dann dreht ihr euch mal nach hinten. Okay. Aber sieht ganz gut aus eigentlich. Eine unserer Einheiten hat ihre komplette Munition aufgebraucht. Das ist jetzt halt Rätselraten. Da kannst du jetzt wieder gucken, welche das gewesen sein soll. Komm, jagt gleich. Dass sie sich hier gar nicht regenerieren können. Gibt es jetzt hier ein fettes Torgemetzel.
Wo ist denn hier meine Junke? Ich habe gerade voll Bock, da hinzufliegen und eine Bombe zu droppen. Falls das klappt, wir werden es sehen. So, du bist doch auch fertig. Ja, die rennen alle weg. Tschüss. Ja, das war's. Da kommt nicht viel nach. Bin mir ziemlich sicher. Das Einzige, wo sie jetzt noch ein bisschen durchbrechen wollten, war hier. Aber ja. Was sie so Schaden machen? Gar keinen Schaden so wirklich. Können unsere Türme natürlich noch mal ein bisschen schießen. Ich weiß übrigens nicht, ob das wirklich das Vierer ist, der Fünfer ist, oder ob das nicht der Vierer ist. Von der Festung her. Auch knapper Sieg. Also wir haben quasi das gleiche Ergebnis gehabt wie beim Auto-Battle. Wir haben 170 Mann verloren. Okay, also eigentlich gar nichts. Ah, diese Hardcore-Verteidigungsdinger sind schon, schwierig. Zum Angreifen. Würde ich selber auch wahrscheinlich nicht wirklich durchkommen. Muss ich ganz erbräuchte man auch 3-4 Armeen mehr oder Autobattle oder aushungern lassen. Auf alle Fälle richtig schön viel Kohle. Ne, das ist nicht das Fünfer gewesen. Das war der Vierer-Turm. Der Wichser. Warte mal. Ne, doch, oder? Hier haben wir gekämpft. Hier haben wir gekämpft. Doch, das war schon der Fünfer. Okay. Ja, ich hab doch nicht mit. Sie hatte doch kein sie hatte doch kein Reittier. Bin verwirrt. Vielleicht habe ich doch einfach nicht gemerkt. Das Kräfteverhältnis ist ausgeglichen. Das würden wir hier auf alle Fälle gewinnen. Das Gute ist, wir kriegen immer relativ viel Geld, was uns ja halt auch unsere zukünftigen Kriege finanziert. Zeige ich jetzt eigentlich noch Unterhalt? 1600 noch. Statt, keine Ahnung wie viel. Weil wir haben jetzt hier einmal minus 55%, dann haben wir natürlich durch ihre Perks auch noch minus ein bisschen was. Also relativ günstige Sache. So. Der Rest ist hier. Das ist aber auch alles entspannt. Hier genau, hier kommen keine Armeen. Das habe ich ja schon registriert. Die lassen wir da. You never know. Der ist auch verletzt, aber leider auch nicht tot. Einige Armeen jetzt hier oben. Das sehen wir gar nicht. Okay, dann Folgendes, das sollte auf alle Fälle eigentlich ein Sieg werden. Oh Gott, die haben schon so viele Leute direkt verloren. Gehen wir mal dorthin. Ein 1% der Truppen kriegen wir zurück. Level 44. Tja, wir werden jetzt nochmal Einheiten verlieren in der Schlacht gegen den, das wäre interessant. Das ist halt nur die Frage, geht da drauf auf Krawall oder nicht? Schauen wir mal. Okay, ihr bleibt da. Gucken wir mal. Jetzt belagern die wieder, aber das ist ja, ich mag das eigentlich, das ist finanziell echt cool. Diese Finanzen immer weiter zu verbessern. So, hier sind wir auch komplett durch schon. Unsere Bogenschützen verbessern. So, hier ist auch alles durch. Tja. Und damit ist der Angriff quasi schon Geschichte. Okay, jetzt ist das Ding. Bewegt die sich? Die bewegt sich. Lol. Ja, wir machen das. Wir gehen bis dorthin, wo sie mich nicht erreicht.
müsste da sein, ja. Dass wir uns erstmal eine Runde komplett fast regenerieren können. So. Jetzt könnten wir den sogar noch angreifen, zum Spaß. Dankeschön. Und back home. Ja, Rekrutierungskosten minus 5%. Mit dem Angriff war es das noch immer nicht ganz. Also, die Kurgan-Kriegerschar gibt es immer noch irgendwo. Ach so. Lol, stimmt. Ich habe es ganz vergessen. Ich wollte ja eigentlich hier diese ganzen Risse schließen. Das war ja eigentlich mal mein Ziel. Gibt es hier irgendwo einen Riss? Ne, da ist ein Riss. Der rekrutiert leider noch. Kann ich hier irgendwo einen Dude rekrutieren? Kann ich hier einen Dude rekrutieren? Himmelsturm. Hm. Hat doch irgendwo den Himmels... Ah ja, hier. So. Gut, jetzt soll ich meine ganzen Portale mal schließen. Gut. Ich finde es erfreulich, dass sie mich nicht angegriffen haben. Oder dumm. Erfreulich oder dumm. Ah! Warte mal, nee. Kategorie? Warte, wo ist denn hier Talisman? Da, Talisman. Hm. Ich habe keine Talismane so richtig, sehe ich gerade. Okay, die sind auf alle Fälle wieder ready. Die Armee ist sogar respawned. Interesting. So. Warte ich mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Runden Zeit. Bis dahin kommen wir locker dadurch. Nur ist die Frage, war es das dann? Oder kommt da noch was? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist eine ernst gemeinte Frage, wie kommt der da hin? Die werden niemals in der Lage sein, das da kaputt zu machen oder so, aber trotzdem. So. Ah! Okay, die müssen wir in der nächsten Folge selber schlagen. Ich bin raus, ciao.